89 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Ich rufe zunächst auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr und teile mit, dass zur Beantwortung der parlamentarische Staatssekretär Oliver Luxis zur Verfügung steht. Wir warten noch einen kleinen Moment, bis sich der Plenarsaal entsprechend geleert hat. So, ich rufe auf die Frage Nummer 1 des Abgeordneten Bernd Schattner, AfD-Fraktion, betreffend Verminderung von Verspätungen bei der Deutschen Bahn AG. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Abgeordneter Schattner, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die Analyse der aktuellen Verspätungssituation und die Diskussion von Maßnahmen zur Gegensteuerung ist regelmäßiger Tagesordnungspunkt der Gespräche zwischen der Hausleitung des BMDV und dem Vorstand der DB AG. Die Leitung des BMDV hat die Erwartungen an das Management der DB klar artikuliert, dass die Pünktlichkeit sich spürbar verbessern müsse. Dazu sollen auch die von der Beschleunigungskommission Schiene vorgeschlagenen Maßnahmen beitragen, deren Umsetzung derzeit vorbereitet wird. Da es auf den Hochleistungskorridoren keine kapazitätsschonende Alternative zu einer Generalsanierung gibt, legt das BMDV großen Wert auf eine vorlaufende Ertüchtigung von Umfahrungsmöglichkeiten. Dadurch werden auch langfristig Resilienz und Pünktlichkeit des Betriebs gestärkt. Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage, Herr Kollege Schattner, bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, Herr Staatssekretär, der Bundesrechnungshof hat ja mal wieder einen Sonderbericht über die Bahn angefertigt, nicht zum ersten Mal, aber noch nie ist er so negativ ausgefallen wie dieses Mal. Darin wird die Bahn als Sanierungsfall bezeichnet, der in einer Dauerkrise steckt. Die Bewertung wird hier mit Zahlen untermauert. Die Verschuldung des Konzerns stieg seit 2016 um weitere 10 Milliarden an, auf nunmehr 30 Milliarden Euro. Oder anders ausgedrückt, jeden Tag kommen 5 Millionen neue Schulden dazu. Wie will Herr Wissing als Minister in diesem Fall die Deutsche Bahn sanieren und gleichzeitig ausbauen, zumal wenn wir sehen, dass wir mittlerweile in eine Zinssituation reinlaufen, die entsprechend die 30 Milliarden noch mal zusätzlich verteuern? Sehr geehrter Herr Schattner, Sie haben zutreffenderweise bemerkt, dass der Zustand des Schienennetzes absolut unbefriedigend ist, den wir übernommen haben. Deswegen ist es notwendig, hier massiv zu investieren. Wir werden ein Genehmigungsbeschleunigungsgesetz vorlegen, was alle Maßnahmen des Deutschlandtaktes schneller umsetzen soll. Nur bis wir zu einem Ausbau kommen, der auch viele Jahre dauern wird, müssen wir jetzt schauen, was kann kurzfristig getan werden. Und deswegen haben wir hier einen Strategiewechsel weg vom Bauen unter dem sogenannten rollenden Rahmen hin zu einer Generalsanierung. Also die Streckenabschnitte, wo der meiste Verkehr ist und wo es die meisten Verspätungen gibt, die sollen in Generalsanierung zu Hochleistungskorridoren ausgebaut werden. Davon versprechen wir uns mittelfristig eine starke Verbesserung. Das braucht in der Tat auch mehr Finanzmittel. Der Koalitionsausschuss hat ja hierzu Maßnahmen auf den Weg gebracht. Wir werden auch weiterhin in die Bahn investieren. Zusätzliche Maßnahmen sind hier auf den Weg gebracht. Ich glaube, es ist richtig, dass diese Koalition stärker in die Schiene investiert. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Sie haben eine weitere Nachfrage, Herr Schattner, bitte. Mich würde noch mal interessieren, wir hatten es ja gerade festgestellt, im März 2023 lag die Pünktlichkeit im Bereich ICE und IC-Züge gerade noch bei 68%. Das heißt, jeder dritte Zug kommt zu spät. Laut Geschäftsbericht, der ja öffentlich zugänglich ist, lag die Vergütung von dem Vorstandsvorsitzenden Richard Lutz bei 2,24 Millionen. Er bekommt ein Grundgehalt von 970.000 Euro, dazu kommt ein Bonus von 1,26 Millionen. Der Infrastrukturvorstand Bertolt Huber bekommt eine Gesamtvergütung von 1,41 Millionen, Grundgehalt entsprechend auch niedriger, 2021 waren das gerade mal 662.000, die er bekommen hat. Und der Personalvorstand, Herr Seiler, verdient 1,3 Millionen nach 659.000 im Jahr 2021. Wie kann man solche Gehaltszahlungen, insbesondere die Bonuszahlungen, rechtfertigen bei einem Unternehmen, das im privaten Wirtschaftsbereich schon lange insolvent war? Wie werden diese Bonuszahlen gerechtfertigt? Wo leiten die sich her?
Zum einen möchte ich festhalten, weil Sie nach den Ursachen der Verspätung gefragt haben, dass es auf der einen Seite Ursachen bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen gibt, Einsatzplanung, Zugvorbereitung, aber auch sehr viele Ursachen im Netz, aber auch externe Ursachen, Extremwetterereignisse, Unfälle und natürlich auch Folgen des Ukraine-Kriegs, die wir hier merken. Bei den Bonuszahlungen ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, dass der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn das festlegt und die derzeit gültigen Gehälter und auch Boni basieren auf den Leistungs- und Zielvereinbarungen, die in der Vergangenheit festgelegt wurden. Da spielt die Pünktlichkeit in der Tat eine untergeordnete Rolle. Es gibt andere Kriterien, nach denen bewertet wird. Und in einem Rechtsstaat wird natürlich dann gefragt, ob die damals getroffenen Bewertungsmaßstäbe eingetroffen sind. Das ist scheinbar der Fall. Insofern obliegt dies dem Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG zu diskutieren. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage der Kollege Dont, CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatssekretär Luksic, Sie haben ja die Generalsanierung jetzt schon zweimal angesprochen. Das wird ja auch zu Zugausfällen führen, zwangsläufig. Und die DB hatte seither die Praxis, dass sie den notwendigen Schienenersatzverkehr mit Bussen entsprechend ausschreibt, um eben auch die Expertise aus der Privatwirtschaft damit aufzunehmen, um diesen Ersatzverkehr zu leisten. Wir hören jetzt, und es kommen Berichte, dass die DB, vor allem nachdem jetzt bekannt wurde, dass ja deutlich mehr Geld für solche Dinge bereitgestellt werden soll, das im Haus und ohne Ausschreibung alleine machen will. Halten Sie das für richtig? Ja, Herr Präsident, sehr geehrter Abgeordneter Dont, also erstmal begrüße ich, dass Sie auch die Notwendigkeit einer Generalsanierung scheinbar begrüßen. Das zeigt ja, dass mit den Konzepten der Vergangenheit wir an Grenzen stoßen. Und es ist in der Tat so, dass wenn es zu Generalsanierungen kommt, der erste Abschnitt wird ja Mannheim-Frankfurt, die sogenannte Rietalbahn sein, dass das natürlich auch kurz- und mittelfristig zu weiteren Ausfällen und Verspätungen führt, damit wir nachher eben ein leistungsfähigeres Netz haben. Derzeit ist die Bahn dabei, die ganzen Auswirkungen auf den Fahrplan, nicht nur im Bereich Regionalverkehr, auch Fernverkehr und Güterverkehr, durchzuplanen. Es werden ja vorher auch die Umgehungsstrecken saniert. Insofern ist zu der Frage, wie das ausgeschrieben wird, sind noch Überlegungen im Gang. Dazu gibt es noch kein finales Ergebnis. Vielen Dank. Damit kommen wir dann zur Frage Nummer 2 des Abgeordneten Bernd Schattner betreffend Maßnahmen gegen Defizite beim Mobilfunknetzausbau, insbesondere im ländlichen Raum. Herr Schattner, Sie haben das Wort. Erst muss ich die Frage beantworten. Vielen Dank. Ja, auch hier nochmal die Frage. Herr Wissing kommt ja aus Rheinland-Pfalz, aus dem Wahlkreis 211 Südpfalz. Da sind wir ja direkt im ländlichen Raum nahe der französischen Grenze. Wir haben laut Bundesnetzagentur in 5% Deutschlands nach wie vor keine Netzabdeckung. Sie schaffen es, wenn Herr Wissing losfährt bei sich zu Hause nach Kaiserslautern fährt, 30 Minuten keinen Netzempfang vor Ort zu haben. Was will die Bundesregierung tun, um endlich dafür zu sorgen, dass gerade im ländlichen Raum, wo das mittlerweile ein Standortnachteil ist, Firmen abwandern, weil sie kein schnelles Internet haben, hier dafür sorgen zu tragen, dass da endlich was passiert? Ja, Herr Präsident, Herr Abgeordneter Schattner. Die Bundesregierung verfolgt mit der Gigabit-Strategie das Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunkstandort bis 2030 überall dort, wo Menschen leben, arbeiten, unterwegs sind. Zwischenziel ist bis 26 eine möglichst unterbrechungsfreie, drahtlose Sprach- und Datendienst für alle Endnutzer zu erreichen. Und das, wie Sie eben gesagt haben, auch entlang im ländlichen Raum, auch entlang an Bundesfernstraßen, im nachgeordneten Straßennetz, an Schienen- und Wasserwegen. Der eigenwirtschaftliche Ausbau und Aufbau der Mobilfunknetze wird von den Mobilfunkbetreibern umgesetzt. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind wir hier bei einer Abdeckung von 97%, also insofern eine andere Zahl, als Sie genannt haben. Und damit wird ein Großteil der Fläche durch mindestens einen Netzbetreiber mit 4G, also LTE, versorgt. Unter Einbeziehung aller technologischen Ausprägungen von 5G erreicht dieser Mobilfunkstandard bereits 84,9%. Aus der Frequenzversteigerung der Vergangenheit sind noch Auflagen zu erfüllen. Hiervon werden insbesondere ländliche Gebiete profitieren. Und in den Gebieten, wo kein eigenwirtschaftlicher Ausbau zu erwarten ist und die weder die aktuellen noch künftigen Versorgungsauflagen umfasst sind, dort besteht die Möglichkeit, dass das Bundesmobilfunkförderprogramm an den Markt kommt. Das setzt die MIG um.
Und die Bundesregierung beobachtet zusammen mit der Bundesnetzagentur und der MIG die weitere Marktentwicklung, um gerade in den ländlichen Raum, wo es gar keine Abdeckung gibt, erkennen und auch dort angreifen zu können mit der MIG. Dazu muss es aber keinen privaten Anbieter geben, der bereit ist, auszubauen. Keine Nachfrage. Wunderbar. Dann kommen wir zur dritten Frage des Abgeordneten Stefan Brandner betreffend Erfolge des Bundesministers für Digitales und Verkehr im Bereich der Digitalisierung. Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Abgeordneter Brandner, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die Digitalstrategie der Bundesregierung, deren Erstellung das BMDV koordiniert hat, ist der Fahrplan der Bundesregierung für den digitalen Aufbruch in Deutschland. Mit einer Reihe an Projekten und dem Fokus auf solche mit besonderer Hebelwirkung, also schnellere Netze, bessere Daten und dem Ausrollen einer digitalen Identität, sorgen wir hier für Fortschritt. Alle Ressorts haben mit der Umsetzung ihrer Maßnahmen begonnen. Das BMDV selbst hat die unter anderem die Gigabit-Förderung weiterentwickelt. Die neue Förderung wurde gerade eben am 3. April gestartet. Der Ausbau schneller Glasfasernetze kann damit besser vorangetrieben werden. Außerdem hat das BMDV ein Fachplanungsportal auf den Weg gebracht. Damit werden Planungs- und Genehmigungsverfahren von Verkehrsinfrastrukturprojekten durch digitalisierte Verfahren beschleunigt. Herr Brandner, Sie haben mit Sicherheit eine Nachfrage. Genau, das sieht man am Licht und am Schalter, den ich gedrückt habe. Die Ausgangsfrage ging ja dahin, was die Erfolge im Bereich der Digitalisierung waren. Da haben Sie jetzt zwei genannt. Ich dachte, da passiert ein bisschen mehr, denn Sie haben sich ja als FDP insbesondere die Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben gehabt. Es gibt einen nationalen Normkontrollrat, der hat sich auch kritisch damit auseinandergesetzt und festgestellt, dass Deutschland der Entwicklung in den letzten Jahren den Ländern der Welt hinterhergelaufen ist. Und 2017 wurde ein Online-Zugangsgesetz geschaffen, das die Wende bringen sollte. In diesem Online-Zugangsgesetz waren 575 Verwaltungsleistungen definiert. Im November 2022, zwei Monate vor Ablauf der Umsetzungsfrist, waren es 33, also knapp 6% davon umgesetzt. Das waren jetzt 5 Jahre Zeit, noch ein halbes Jahr obendrauf. Wir haben knapp 6% Erfüllung. Die Frist ist abgelaufen. Wie konkret stellen Sie sich jetzt vor, dass die weiteren etwa noch 500 Verwaltungsleistungen, die digitalisiert werden sollen, umgesetzt werden? Ja, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Brandner, der Unterschied bei der neuen Digitalstrategie ist, was ja quasi das Kursbuch ist für diese Legislaturperiode, dass wir eben nicht ferne Ziele in der Zukunft gesetzt haben, sondern Ziele bis 25, die messbar und ambitioniert sind. Und dafür gibt es ein anderes Gremium, den Beirat Digitalstrategie, der regelmäßig tagt und dafür da ist, die Überwachung dieser Ziele zu beobachten. Was Sie angesprochen haben, das Online-Zugangsgesetz, ist leider nicht in der direkten Zuständigkeit des BMDV, weil wir hier nicht in der Federführung sind. Das ist das Innenministerium. Das ist aber nichtsdestotrotz Teil der Digitalstrategie. Und Sie haben recht, das ist hier auch lokal unterschiedlich, weil die Umsetzung dessen ja auch eine Aufgabe in Ländern und Kommunen ist, in Deutschland große Unterschiede gibt. Insofern haben Sie recht, dass wir da in der Tat besser werden müssen. Da gibt es noch Defizite und das Ziel ist ambitioniert. Da müssen wir noch auf allen staatlichen Gebietskörperschaften uns sehr anstrengen. Vielen Dank, Herr Brandner. Sie haben eine weitere Nachfrage. Entschuldigung. Ja gut, meine Frage ging ja nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit. Denn die Umsetzungsfrist für diesen Bürokratieabbau in der Zeitenwende, die ist ja schon abgelaufen seit Ende letzten Jahres. Und da habe ich festgestellt, gerade mal 33 von 575 Punkten haben Sie abgearbeitet, sind also weit über die Zeit. Jetzt zu sagen, bis 2025 haben wir uns noch neue Pläne vorgenommen, überzeugt mich jetzt nicht so. Aber Sie haben was anderes angesprochen, den Bericht zur Digitalstrategie der Bundesregierung. Darauf bezieht sich die zweite Nachfrage. Da findet man auch, dass Sie ganz intensiv sich um neue Dinge kümmern wollen, nämlich, ich zitiere, intensiv mit neuen Perspektiven und Denkansätzen wie der feministischen Digitalpolitik wollen Sie sich auseinandersetzen. Jetzt wissen wir ja von Frau Schulze und von Frau Baerbock, was feministische Entwicklungspolitik ist und feministische Außenpolitik, die sich darauf beschränkt, den Einwohnern in Nigeria vorzuschreiben, wo sie ihre Dorftoiletten aufbauen sollen. Deshalb meine Frage in diesem Zusammenhang, wenn Sie von feministischer Digitalpolitik sprechen, was sind da die Schwerpunkte und was unterscheidet die feministische Digitalpolitik von einer maskulinistischen Digitalpolitik?
Herr Kollege Brandner, aus Ihrer Frage kann ich nicht den notwendigen Ernst der Dinge herausführen. Ihnen geht es da offensichtlich eher um Polemik. Unsere Digitalpolitik adressiert alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, macht da keine Unterschiede. Was wir in der Tat geändert haben, ist, dass wir messbare Ziele haben. Sie haben es eben angedeutet, der Beirat der Digitalstrategie monitort das Ganze. Und es geht uns natürlich darum, auch das konkret zu messen. Also beispielsweise durch die neue Gigabit-Förderung. Wir machen da keine Unterschiede. Es geht darum, dass wir für alle Bürgerinnen und Bürger die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben. Und feministisch spielt keine Rolle. Moment. Es gibt ja keine Zwiegespräche, Herr Brandner. Damit ist die Frage beantwortet. Keine weiteren Nachfragen. Dann kommen wir zur Frage Nummer 4. Des Abgeordneten Stefan Brandner betrifft Subventionierung der Entwicklung eines Prognosetools für Navigations-Apps. Herr Brandner, Sie stehen schon und Herr Staatssekretär kann jetzt antworten. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Brandner, Sie nennen in Ihrer Frage kein Projekt und auch kein Konsortium. Ich gehe davon aus, dass in Ihrer Frage das Forschungsvorhaben Start-to-Park gemeint ist. Wenn das der Fall ist, dann kann ich Ihnen sagen, dass dies im Rahmen des BMDV Innovationsinitiative M-Fund gefördert wird. Das Vorhaben analysiert erstmalig die Parkplatzsuchdauer mit Hilfe von anonymisierten Daten und dem Durchführen von mehr als bisher 2500 Testfahrten. Das Vorhaben besitzt eine gesellschaftliche Verankerung. Die Ergebnisse kommen potenziell vielen Autofahrern oder allen autofahrenden Bürgerinnen und Bürgern zugute. Es geht nicht darum, ein marktreifes Produkt zu entwickeln, sondern es geht um eine Datenerhebungs-App und Datenauswertung im Rahmen des bestehenden Projektkonsortiums. Hier geht es vor allem um das Thema der Parkplatzsuche. Es ist also insofern kein Markteingriff, sondern ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, von dem wir auch sehr viele andere im Bereich des M-Fund fördern. Sie haben eine Nachfrage, Herr Brandner. Bitte. Wir sind ja im Bereich des Straßenverkehrs und da gibt es einen Bundesverkehrswegeplan 2030, in dem einige Projekte festgehalten sind, unter anderem ein Projekt in meinem Wahlkreis, im Wahlkreis Ostthüringen. Da geht es um eine Umgehungsstraße B2, B175, Groß-Ebersdorf, Burkersdorf, Friesnitz. Seit über 90 Jahren warten die Menschen da vor Ort drauf, dass diese Umgehungsstraße gebaut wird. Seit über 90 Jahren kämpfen die Menschen dafür. Das ist im Bundesverkehrswegeplan aufgeführt. Die Grünen fangen jetzt an, den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufzuweichen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Sie nicht direkt die Umgehungsstraße im Kopf haben. Ich sehe es schon an, dass Sie das sagen. Darum geht es auch gar nicht. Ich wollte einfach nur das Bekenntnis Ihres Hauses dazu, dass am Bundesverkehrswegeplan 2030 nichts mehr geändert wird, dass die Projekte, die da drinstehen, so umgesetzt werden, wie sie vereinbart sind und wie sie schriftlich fixiert sind. Das würde mir schon reichen. Herr Präsident, mit Ihrer Genehmigung würde ich die Frage beantworten, auch wenn sie mit der vorherigen Frage absolut nichts zu tun hat. Sie haben vorher zum M-Fund gefragt und fragen jetzt zum Bundesverkehrswegeplan. Der hat in der Tat über 1800 Projekte, die ich nicht alle auswendig kenne. Insofern kann ich Ihnen auch nicht den Projektstand einer Ortsumgehung in Thüringen aus dem Stegreif nennen. Aber da es sich um eine Ortsumgehung in Thüringen handelt, kann ich Ihnen sagen, dass diese nicht vom Bundesverkehrsministerium oder der Autobahn geplant wird, sondern Ortsumgehungen werden von den Landesbetrieben geplant. Und wenn sie zu einer Baureife gebracht werden, werden sie vom Bundesverkehrsministerium umgesetzt. Vielen Dank. Jetzt aber zur Ursprungsfrage, Nachfrage, Herr Brandner. Ich habe Sie richtig verstanden, aber dass der Bundesverkehrswegeplan 2030 für Sie verbindlich ist. Herr Brandner, Herr Brandner, Sie müssen zu Ihrer Ursprungsfrage zurückkehren. Ja, du warst noch jetzt bei dem Thema Navigationsüberwachung. Ja, ich war so gütig zuzulassen, damit Sie nicht frustriert nach Hause gehen müssen. Das ist eine Antwort aus dem. Ja, frustriert sind die Leute vor Ort, die nicht wissen, wie es weitergeht. Herr Brandner, bitte, ich habe keine Lust, mit Ihnen zu diskutieren. Sie machen eine Nachfrage zur Ursprungsfrage oder Sie setzen sich bitte wieder hin. Herr Kubicki, ich stelle gerne eine Nachfrage, die sich auch auf die Digitalisierung oder auf die Ausgangsfrage bezieht. Es gibt eine Untersuchung von KPMG. Sie kennen diese Unternehmensberatungsfirma, die auch sag ich mal, Umfragen macht und Analysen betreibt. Und KPMG sagt, von 32 Autobauern weltweit werden in Deutschland nur zwei Autobauer überleben. Das sind VW und BMW aufgrund der Entindustrialisierung, Deindustrialisierung. Herr Kollege Brandner, diese Frage lasse ich deshalb nicht zu, weil sie mit der Ursprungsfrage absolut nichts mehr zu tun hat. Und wir wollen jetzt bitte, ich lasse sie einfach nicht zu. Und ich bitte Sie jetzt, ich bitte Sie jetzt Platz zu nehmen. Wir sind nicht dabei, weil wünscht ihr was, sondern wir haben ein Reglement, an das Sie sich bitte auch halten können. Ja, Sie halten sich doch auch nicht dran bei der Fragestunde gerade. Herr Kollege Brandner, ich erteile Ihnen jetzt einen Ordnungsruf. Wir können das Spiel bis zu Ende treiben. Sie wissen, ich kann Sie auch ausschließen.
Das erlaubt die Geschäftsordnung, Herr Brandl. So, wir kommen zur Frage Nummer 5 des Abgeordneten Dr. Reinhard Brandl. Nichtbehandlung des Themas Digitalisierung im Koalitionsausschuss Ende März 2023. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, Herr Abgeordneter Brandl, die Bundesregierung hat einen umfassenden digitalen Aufbruch eingeleitet und tauscht sich zum Thema Digitalisierung fortlaufend intensiv auf allen Ebenen aus. Zum Beispiel auch, nicht nur, aber auch wiederholt während der Kabinettklausur in Meseberg. Die Bundesregierung wird ihren Modernisierungskurs fortsetzen, sich weiter intensiv mit dem Thema Digitalisierung befassen. Und hierzu müssen diese Themen nicht Gegenstand von Klausuren oder auch von Koalitionsausschüssen sein. Mit der Umsetzung wurde bereits begonnen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Bereichen, die innerhalb der Digitalstrategie priorisiert wurden, also schnellere Netze, mehr und bessere Daten, digitale Identitäten sowie den Leuchtturmprojekten der Ressorts. Herr Kollege, Sie haben eine Nachfrage, bitte. Herr Staatssekretär, eine Nachfrage. Warum war das Projekt autonomes Fahren so umstritten, dass es Gegenstand des Koalitionsausschusses war? Ja, Herr Präsident, Herr Kollege Brandl, nach meinen Informationen war es nicht Gegenstand des Koalitionsausschusses. Das erreicht. Der Koalitionsausschuss behandelt ja in der Regel Themen, die strittig sind. Beim Thema autonomes Fahren wäre es mir nicht bekannt, dass es hier strittige Punkte gibt. Es war nach meiner Ansicht auch nicht Thema des Koalitionsausschusses. Vielen Dank. Ich habe hier. Herr Kollege, Sie haben eine weitere Nachfrage. Vielleicht darf ich Kollegialität darauf hinweisen, dass wir hier eine Fragestellung der Bundesregierung haben und nicht der Koalitionsfraktion oder Koalitionsparteien. Das ist ein kleiner Unterschied. Und der Minister oder die Staatssekretär kann nicht antworten, was Gegenstand des Koalitionsausschusses war, weil ich aus sicherer Kenntnis weiß, dass er nicht dabei war. Aber Sie haben noch eine weitere Nachfrage. Vielen Dank für die Hilfestellung, Herr Präsident. Die Bundesregierung hat vereinbart, ein Projekt Forschung zur Anwendung von KI-Methoden, nachdem sich Ihr Minister jetzt auch kürzlich sehr intensiv zum Thema KI geäußert hat, gehe ich mal recht davon in der Annahme, dass er dafür federführend sein wird. Ja, Herr Präsident, Herr Kollege Brandl, also beim autonomen Fahren, auch wenn ich nicht dabei war, bin ich sehr sicher, dass es nicht Thema dort war. Da gibt es in der Koalition keinerlei Uneinigkeit. In Sachen KI ist Ihnen ja bekannt, dass die notwendigen Rechtsetzungsakte auf der europäischen Ebene diskutiert werden. Da ist unser Haus in der Tat federführend. Vielen Dank. Herr Brandner, Sie haben eine weitere Nachfrage. Ja, danke. Der Anknüpfungspunkt war auch der Koalitionsausschuss. Ich hoffe, dass ich keinen Ordnungsruf bekomme, wenn ich da anknüpfe. Wir haben uns das, zumal ja Kenntnisse da sind offenbar, was den Koalitionsausschuss betrifft. Wir haben uns auch die Ergebnisse mal angeschaut und da nichts gefunden, was jetzt die FDP als Digitalpartei besonders hervorgehoben hätte nach dem Ergebnis des über 30-stündigen Koalitionsausschusses. Sie haben das ja jahrelang hier im Deutschen Bundestag gemacht und dann auch im Wahlkampf sich als Digitalpartei vermarktet, womit viele Leute die Hoffnung verbunden haben, Personalabbau, Entbürokratisierung und sowas alles. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, die Mitarbeiterzahl der Bundesregierung auf über 30.000 angewachsen. Wir haben über 100 Bauprojekte für 5 Milliarden Euro für Neubauten. Wir haben eine nie dagewesene Zahl von Staatssekretären und Beauftragten in der Bundesregierung. Deshalb meine konkrete Frage dazu, diese Digitalisierung, die Sie als FDP immer in den Vordergrund geschoben haben, wie konkret wirkt die sich auf diese Bauprojekte und auf den Personalaufwachs und auf den Personalaufwachs der Bundesregierung aus? Sie fragen die Bundesregierung, nicht die Freie Demokratische Partei. Ja, aber Ihr Interesse, bin ich sicher, sind andere Kolleginnen und Kollegen bereit zu befriedigen, aber nicht im Rahmen der Befragung der Bundesregierung. Er ist doch in der FDP, oder habe ich da was verpasst? Er ist momentan Staatssekretär in der Bundesregierung und nicht als FDP-Mitglied hier. Aus der FDP ausgetreten? Ja, aber das wusste ich nicht. Herr Brandner, es tut mir wirklich leid. Also wenn Sie Ihr Benehmen nicht einfach dem Hause anpassen können, dann müssen Sie auch mit den notwendigen Konsequenzen leben. Es ist einfach nur peinlich, das kann ich Ihnen jetzt sagen. Nächste Frage, Frage Nummer 6 des Abgeordneten Dr. Reinhard Brandl. Abhängigkeit der Durchführung von Digitalprojekten von einem Digitalbudget. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, Herr Abgeordneter Brandl, ich beantworte Ihre Frage Nummer 6 wie folgt. Aktuell wird innerhalb der Bundesregierung das weitere Vorgehen zur Umsetzung des Digitalbudgets abgestimmt. Darüber hinaus hat die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus der Digitalstrategie, insbesondere von Leuchtturmprojekten wie dem Ökosystem für Mobilitätsdaten, der elektronischen Patientenakte EPA sowie der nationalen Bildungsplattform NBP bereits begonnen.
Die Finanzierung der einzelnen Vorhaben erfolgt gemäß dem Ressortprinzip auf Grundlage der in den jeweiligen Einzelplänen dafür veranschlagten Haushaltsmittel. Kollege Brandl, bitte Ihre Nachfrage. Vielen Dank. Das Digitalbudget ist ja prominent im Koalitionsvertrag enthalten. Wir warten jetzt immer noch darauf und hoffen, dass es vor der nächsten Bundestagswahl auch noch mal kommt. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, braucht man das Digitalbudget gar nicht, weil die Projekte ja auch über das Ressortprinzip dann finanziert werden. Die Frage, wenn das Digitalbudget doch käme, was würden Sie denn damit finanzieren? Ja, Herr Präsident, Herr Kollege Brandl, für den überwiegenden Teil der Projekte der Digitalstrategie, da stehen Haushaltsmittel zur Verfügung in den jeweiligen Einzelplänen der Ressorts, sodass wir mit der Umsetzung der daraus damit abgebildeten Projekte bereits begonnen haben. Darüber hinaus laufen allerdings weiter Beratungen innerhalb der Bundesregierung, die auch berücksichtigen, wie wir zusätzliche Projekte realisieren können. Das findet im Rahmen der Haushaltsberatung statt, die ja im Herbst dann zu einem Ergebnis führen werden. Sie haben eine weitere Nachfrage, Kollege Brandl, bitte. Es gibt eine regierungstragende Partei namens FDP, die sich große Sorgen darüber macht, wenn das Digitalbudget nicht kommt, wie Projekte finanziert werden können. Und sie schlagen jetzt vor, dass Gelder aus der Mobilfunkfrequenzvergabe genutzt werden können, um das Digitalbudget aufzufüllen. Wie steht die Bundesregierung zu diesem Vorschlag? Herr Präsident, Herr Abgeordneter Brandl, ich kann nicht für Parteien sprechen, sondern spreche hier für die Bundesregierung. Wie ich Ihnen eben vorgetragen habe, wird die Mehrzahl der Projekte in der Digitalstrategie aus den Einzelplänen der jeweiligen Ressorts finanziert und umgesetzt. Über weitergehende Möglichkeiten wird im Rahmen der Haushaltsberatung diskutiert. Vielen Dank. Keine weitere Nachfrage dazu. Dann kommen wir zur Frage Nummer 7 des Abgeordneten Michael Dont. Ja, natürlich. Ausgestaltung der geplanten Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn AG. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Herr Präsident, Herr Kollege Dont, Ihre Frage Nummer 7 beantworte ich wie folgt. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr prüft verschiedene Optionen zur Ausgestaltung der gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft inklusive der künftigen Finanzierungsarchitektur. Hierzu finden derzeit Beratungen innerhalb der Bundesregierung statt. Der Investitionsbedarf der Deutschen Bahn ist Gegenstand der Haushaltsverhandlungen. Herr Kollege Dont, Sie haben eine Nachfrage. Ich sehe es schon. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die erschöpfende Antwort. Jetzt soll ja diese Infrastrukturgesellschaft in 9 Monaten Wirklichkeit werden, hat uns der Minister heute auch noch mal bestätigt. Jetzt weiß ich, dass die Zeit, die man auch braucht, damit ein Kind zur Welt kommt, aber trotzdem für so ein großes Projekt doch eine sehr kurze Zeit. Und wie wollen Sie denn jetzt diese Überlegungen, die Sie jetzt noch haben, so konkretisieren, dann das Parlament und auch die Gewerkschaften und die beteiligten Verbände noch einbinden, damit es wirklich bis zum 01.01.2024 diese große Veränderung innerhalb des Konzerns mit der Aufspaltung in die Infrastrukturgesellschaft und auch dem Rest dann, der noch da ist, wie wollen Sie das denn wirklich hinkriegen? Ja, Herr Präsident, Herr Kollege Dont, wie Sie auch heute im Ausschuss wahrscheinlich vernommen haben, ist geplant, dass wir sehr zeitnah hierzu Vorschläge auch in den normalen Gesetzgebungsprozess bringen. Das wird noch im zweiten Quartal diesen Jahres der Fall sein, sodass wir einen normalen Zeitplan haben, der eigentlich genug Raum bietet, um zum 1. Januar 2024 eine gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte, Kurzwort InfraGo, umzusetzen. Es gibt allerdings eine ganze Reihe an juristischen und technischen Fragen, die vorher auch innerhalb der Bundesregierung geklärt werden. Aber Ziel ist, dass im Anschluss an die ersten Bewertungen der Bundestag, die Länder, aber auch die Verbände noch im zweiten Quartal diesen Jahres damit befasst werden. Herr Kollege Dont, Sie haben eine weitere Nachfrage. Bitte schön. Diese Konkretisierung beim Zeitplan. Es soll ja eine neue Steuerung dadurch möglich werden. Seither in der Aktiengesellschaft ist ja das Durchgriffsrecht und die Möglichkeit der Regierung nicht gegeben, weil eine AG eben der Vorstand leitet. Jetzt soll es eine neue Form geben. Wie wollen Sie das denn sicherstellen? Und vor allem, wenn ich dann auch noch lese, dass der
Generalbevollmächtigte der Bahn für die Umbaupläne, der Herr Sandfoss, sagt, dass es so wenig wie möglich Änderungen geben soll. Und auch Martin Burger, der frühere Kollege, jetzt EVG-Chef, prognostiziert, dass es nur kleinere Synergieeffekte allein in der Führung des Unternehmens geben soll. Wie wollen Sie dann das noch so umsetzen, dass es tatsächlich eine Reform und nicht bloß ein Reformler wird? Herr Präsident, Herr Kollege Dont, also erstmal begrüße ich, dass auch aus den Äußerungen Ihrer Fraktion die Notwendigkeit einer Reform gesehen wird. Das heißt ja, dass die bisherigen Strukturen offensichtlich unzureichend waren. Uns geht es vor allem darum, dass wir mit der Ausrichtung am Gemeinwohl die verkehrspolitischen Ziele besser umgestalten können, also die klima- und verkehrspolitischen Ziele mehr Gewicht bekommen. Und derzeit geht es ja stark um wirtschaftliche Ziele, auch in der Frage der Bahn, was, wo, wie ausgebaut wird. Und da soll der Gesellschafter einen stärkeren Einfluss bekommen. Das macht auch Sinn. Diese Bundesregierung will mehr in die Schiene investieren, hierzu auch mehr Vorgaben machen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Vielen Dank. Keine weiteren Nachfragen hierzu. Dann rufe ich auch die Frage Nummer 8 des Abgeordneten Michael Dont betreffend Umsetzungsstand zur Einführung der kleinen Fachkundeprüfung für das Fahrpersonal im Personenverkehr. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Dont, nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts, PBFG, im August 2021, ist das BMDV, wie Sie wissen, in einem intensiven Informations- und Meinungsaustausch zum sogenannten kleinen Fachkundennachweis für Fahrer im Taxi, Mietwagen und gebündelten Bedarfsverkehr eingetreten. Sowohl mit den Ländern in den Bund-Länder-Fachausschüssen, Straßenpersonenverkehr, aber auch im BLFA, Fahrerlaubnis, Fahrlehrerrecht, als auch mit der Taxi- und Mietwagenbranche. Dabei wurde deutlich, dass es über die inhaltliche Ausgestaltung eines Qualifizierungsnachweises und die Anforderungen an die Nachweisführung sehr unterschiedliche Erwartungen gegeben hat. Im Ergebnis der Beratung einer von der VMK, Verkehrsministerkonferenz, im November 2022 angeregten Arbeitsgruppe unter Leitung des BMDV konnte Ende Januar eine tragfähige Lösung mehrheitlich erreicht werden. Die Mehrheit der Länder will die Absolvierung einer Online-Prüfung zum Erwerb des kleinen Fachkundennachweises mittragen. Das hat auch die VMK im März beschlossen. Die Einzelheiten zur Ausgestaltung einer Online-Prüfung werden nun in weiteren Gesprächen zwischen BMDV und den Ländern unter Einbeziehung der Taxi- und Mietwagenbranche derzeit erörtert. Dem BMDV liegen keine Daten zu einer weiter abnehmenden Zahl von Taxen in Deutschland vor. Sie wissen, das ist ja nicht am Bund angesiedelt, sondern auf einer anderen Gebietskörperschaft. Gegenüber dem BMDV wurde eine solche Entwicklung bisher weder durch die für den Vollzug des Personenbeförderungsrechts zuständigen Länder noch die Fachverbände thematisiert. Herr Dont, ich sehe schon wieder Sie eine Nachfrage. Bitte schön. Letzteres wundert mich, weil Ihr Parteifreund, unser früherer Kollege Patrick Meinhardt, etwas anderes mir mitgeteilt hat, aber das nur am Rande. Können Sie mir denn sagen, wann dieser Fachkundennachweis, der neue, voraussichtlich eingeführt wird? Ja, Herr Präsident, Herr Kollege Dont, also erstmal Stellungnahmen einzelner Verbände sind jetzt schlecht zu kommentieren. Sie wissen ja auch, dass es mehrere Verbände in diesem Segment gibt, die teilweise auch unterschiedliche Auffassungen zur gleichen Sachfrage haben. Insofern ist die Ausgestaltung dieses Fachkundennachweises nicht einfach. Auch innerhalb der Bundesländer gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. Es ist eben auch noch notwendig, in der Ressortabstimmung zu klären, wie die Fragen von Berufshindernissen zu handhaben sind. Insofern wollen wir das zeitnah zu einem Ende führen. Aber wir sind da auch nicht allein im Lied, weil wir das auch vom Bund-Länder-Fachausschuss ein mögliches Ergebnis beschlossen werden muss. Sie haben das Recht auf eine letzte weitere Nachfrage. Bitte schön. Das würde ich gerne wahrnehmen. Vielen Dank, Herr Präsident. Wie bewerten Sie denn in diesem Zusammenhang als Bundesregierung die Einführung von Mindestpreisen zum Schutz des Taxigewerbes, welche in immer mehr Städten geplant werden? Ja, Herr Kollege Dont, wie Sie ja eben ausgeführt haben, ist die Preisgestaltungspolitik nicht Aufgabe des Bundes. Die Tarife werden ja nicht von der Bundesregierung festgelegt. Aber ich erlaube mir gerade in dem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass, was Sie in der Ausgangsphase insinuiert haben mit der abnehmenden Anzahl an Taxen, dass das wahrscheinlich nicht im Personenbeförderungsrecht liegt, sondern an beispielsweise den steigenden Kosten, Fragen von Mindestlohn und anderen Aspekten. Und für die Preissetzung ist nicht der Bund zuständig. Aber wir teilen durchaus die Auffassung, dass die gestiegenen Kosten am Markt weitergegeben werden müssen, damit Taxis ein wirtschaftliches Auskommen haben.
Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage zu dem Themenkomplex hat der Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, sehe ich das richtig, dass der kleine Fachkundenachweis deswegen notwendig geworden ist, weil die alte Bundesregierung den Ortskundenachweis de facto abgeschafft hat, damit eine Lücke entstanden ist, die nun zu füllen ist und der Bund eigentlich nur deswegen Handlungsbedarf hat, weil die Länder, die eigentliche Zuständigkeit haben, aus meiner Sicht, sich uneinheitlich sind, wie es denn ausgestaltet werden soll. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Lenders, Sie haben zu Recht festgestellt, dass die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes, kurz PBFG, in der letzten Legislaturperiode zwar sehr umfassend war, aber diese wichtige Frage nicht geregelt hat. Insofern sind wir jetzt damit befasst. Das kann auch der Bund nicht alleine umsetzen. Hierzu ist eine enge Abstimmung mit den Ländern notwendig. Und wie ich eben ausgeführt habe, gibt es dazu unterschiedliche Auffassungen, aber wir sind zuversichtlich, dass wir hier mit dem vorgelegten Kompromissvorschlag einer Online-Prüfung jetzt einen guten Weg gefunden haben. Vielen Dank. Zu dem Themenbereich gibt es keine weiteren Nachfragen. Dann kommen wir zur wahrscheinlich letzten Frage der Fragestunde Nummer 9 des Abgeordneten Björn Simon. Betrifft die Anzahl der streikbedingt stornierten Flüge an deutschen Flughäfen am 27. März 2023. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Simon, ich beantworte Ihre Frage Nummer 9 wie folgt. Es mussten insgesamt ca. 4.030 An- und Abflüge an den deutschen Flughäfen aufgrund des Streiks des Flughafenpersonals am 27. März 2023 abgesagt werden. Darin sind auch Flüge am Vorabend des 27. März 2023 enthalten, ca. 740, die wegen des Streiks gestrichen werden mussten. Herr Kollege Simon, Sie haben die Nachfragemöglichkeit jetzt, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Danke für die Zahlen. Die Hauptnutzer sind natürlich Passagiere. In dem Fall, haben Sie denn da Zahlen, die Sie uns nennen können? Wie viele Passagiere konnten durch den Streik ihr Ziel nicht erreichen, das geplante Ziel nicht erreichen, beziehungsweise ihren Flug gar nicht antreten? Herr Präsident, Herr Kollege Simon, ich kann Ihnen die Frage beantworten. Von den Streiks an den deutschen Flughäfen in dem eben genannten Zeitraum waren ca. 460.000 Passagiere betroffen, die einen Flug gebucht hatten, der wegen des Streiks am 27.03. nicht wie ursprünglich durchgeführt werden konnte. In dieser Zahl sind auch Passagiere von Flügen am Vorabend des 27.03. enthalten. Das sind ca. 100.000, die von den Streiks betroffen waren. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage bitte, Herr Kollege Simon. Herr Präsident, vielen Dank. Eine letzte Nachfrage. Herr Staatssekretär, stimmt die Bundesregierung, in dem Fall das BMDV, zu, dass es mit Blick auf die kritische Infrastruktur, dazu gehört der Luftverkehr in Deutschland ja auch, im Fall eines Streiks einen Streikvorlauf von 4 Tagen und ein vorher abgeschlossenes Schlichtungsverfahren geben sollte? Ja, Herr Präsident, sehr geehrter Kollege Simon, es gibt natürlich auch das Recht zu streiken. Insofern würde ich jetzt mir nicht erlauben, diese Frage juristisch abschließend zu bewerten. Wir weisen natürlich immer bei dem grundgesetzlich verankerten Recht des Streiks immer darauf hin, dass es auch umfassende Auswirkungen auf die Mobilität, die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger hat. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage kommt vom Kollegen Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, vielen Dank. Herr Staatssekretär, in diesem Zusammenhang, wie bewertet denn die Bundesregierung die neue Welt in Frankfurt und besteht dann die Absicht, das zukünftig dann über die Bundesrepublik auszurollen als Modell? Ja, Herr Präsident, Herr Kollege Lenders, die Situation an den Flughäfen ist in der Tat, oder war auch vor allem im letzten Sommer, nicht zufriedenstellend. Das liegt nach unserer Analyse nicht nur, aber vor allem am Personalengpässen rund um die Passagierkontrollen, Passagierabfertigung und Gepäckabfertigung. Das ist nicht in der direkten Zuständigkeit des BMDV, sondern vor allem im Bereich des BMI. Was Sie angesprochen haben im Bereich der neuen Welt in Frankfurt, zielt ja darauf ab, dem Flughafen stärkere Kompetenzen zu geben, wenn es darum geht,
Personenströme besser zu lenken, einzugreifen, wenn es Veränderungen gibt und auch neue Technologien einzusetzen, um die Wartezeiten gerade im Bereich der Gepäckkontrolle zu verkürzen. Unserer Meinung nach ist das ein wertvoller Beitrag und nach meinem Wissensstand wollen andere Flughäfen dies auch anwenden. Das ist mit Sicherheit ein Teil zur Lösung, damit auch die Flughäfen in Deutschland zukünftig leistungsfähiger werden. Wir haben in der Digitalstrategie weitere Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Weitere Nachfragen dazu gibt es nicht. Dann darf ich mitteilen, dass damit die Fragestunde beendet ist. Die nicht beantworteten Fragen werden der Tradition entsprechend schriftlich beantwortet werden. Ich rufe damit auf.